R wie Redispatch. Unter Redispatch versteht man einen kurzfristigen Eingriff in den Einsatz von Kraftwerken. Dies geschieht immer dann, wenn die Übertragungskapazitäten nicht ausreichen, um den erzeugten Strom abzutransportieren. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien ist Redispatch immer wichtiger geworden, da sich die Stromproduktion an andere Standorte verschiebt. Zugleich hängt sie zunehmend vom Wetter ab und schwankt deswegen auch kurzfristig. Die Windräder im Norden produzieren in stürmischen und kalten Monaten besonders viel Strom. Im industriellen Süden wird wiederum mehr Strom benötigt, vor allem wenn es kalt und früh dunkel wird. Um das Stromnetz stabil zu halten, müssen die Netzbetreiber immer häufiger eingreifen. Bevor ein bestimmter Leitungsabschnitt im Stromnetz zu überlasten droht, werden deshalb Kraftwerke vor diesem Leitungsabschnitt heruntergefahren und Kraftwerke hinter dem Leitungsabschnitt hochgefahren. Nur so sind der sichere Betrieb des Netzes und die Stromversorgung gewährleistet. Dieser Redispatch verursacht aber zusätzliche Kosten, denn die abgeriegelten Kraftwerke erhalten trotzdem eine Entschädigung, während die Kraftwerke, die einspringen, eine Vergütung bekommen. Da in Zukunft immer mehr Windparks ans Netz gehen und weitere Kernkraftwerke abgeschaltet werden, sind zusätzliche Stromleitungen in Planung. Nur so können die erneuerbaren Energien tatsächlich genutzt und Redispatch vermieden werden.